Hi, mein Name ist Abby. Ich möchte heute darüber sprechen, wie schwer es ist, wenn man mit Menschen zusammenwohnt, die wollen, dass man genauso ist wie sie und nicht man selbst. Sie geben dir keinen Freiraum, geschweige denn hören dir zu, wenn du etwas sagen willst. Aber am schwersten ist es, sich gegen sie durchzusetzen und davon abzuhalten, sich in dein Leben einzumischen. Dafür muss man Mut haben, gerade wenn diese Leute nicht zu deiner Familie gehören. Mein ganzes Leben habe ich versucht, meine Oma zu beeindrucken, aber ich war nie gut genug für sie. Sie hasste mich immer, trotz all meiner Bemühungen, es ihr recht zu machen. Meine Oma ist eine sehr liebenswerte Dame. Sie stammt aus einer katholischen Familie und dachte, aus mir würde nie eine feine Dame werden, wenn ich immer nur Jungsklamotten tragen würde. Aber bei meiner Klamottenwahl hörte es noch nicht auf. Sie kommentierte auch immer das, was ich tat. Iss nicht zu viel, hör auf zu schmatzen, wenn du isst. Langsamer, kämm deine Haare, nimm den Hut ab. Achte auf den kleinen Finger beim Tee trinken. Ich meine, geht's noch? Als ich älter wurde, kam ich nicht mehr damit klar, wie sehr sie sich einmischte in meine Handlungen und mein Äußeres. Ich habe meinen eigenen Stil und Look. Ich mag eben kein Make-up. Ich trage eben Baggy Pants und Nike Sneakers und keine Kleider, die sie mir sonst immer gekauft hat. Letztes Jahr an Weihnachten bestand sie darauf, dass ich ein pinkes Kleid tragen sollte. Wie du dir vorstellen kannst, die reinste Hölle. Aber mit meinen Freunden habe ich mich immer gut und frei gefühlt. Die meiste Zeit des Tages habe ich mit ihnen verbracht, denn sie verstanden mich einfach viel besser als meine Familie. Eines Tages gingen wir zur Eröffnung einer Schlittschuhbahn. Das war an einem Sonntag. Ich hatte sonst nicht einen Sonntag in der Kirche gefehlt. Nicht, weil ich super religiös war, aber weil ich dem Zorn meiner Oma aus dem Weg gehen wollte. Natürlich liebe ich Jesus auch, aber ich weiß genau, dass er mich nicht in die Hölle schicken würde, nur weil ich einmal nicht in der Kirche gewesen war. Also ging ich an diesem Tag zur Eröffnung und es war ein wirklich perfekter Tag. Dort traf ich ein Mädchen, Dana, zu der ich mich außergewöhnlich stark hingezogen fühlte. Ich fragte nach ihrer Nummer, sodass wir in Kontakt bleiben würden. Vielleicht konnten wir ja mal ausgehen. Aber dieser perfekte Tag blieb nicht lange perfekt. Als ich wieder zu Hause war, wurde ich von einer schier endlos langen Predigt empfangen. Erst ging es um mein Nichterscheinen beim Gottesdienst. Dann um Kommentare zu meinem Outfit und wie ich aussah. Eben nicht ladylike genug für meine Oma. Aber was mich wirklich enorm störte, war, dass meine Mutter einfach dabei saß und meiner Oma zuhörte. Meine Mutter hatte nie etwas dazu geäußert, wie ich mein Leben lebte. Aber sie stand auch nicht wirklich hinter mir. Ich wartete ab, bis meine Oma fertig war mit ihrem Rumgeschreie. Dann drehte ich mich um und wollte auf mein Zimmer. Aber sie hielt mich am Arm fest und sagte, »Du bist ein verfluchtes Mädchen.« Davon ließ ich mich nicht aufhalten, aber ich dachte nun darüber nach, wie meine Oma mir diesen wunderbaren Tag einfach zerstört hatte. Als ich auf meinem Bett saß, schrieb ich Dana. Obwohl wir uns erst an diesem Tag kennengelernt hatten, fühlte sie, dass etwas nicht in Ordnung war. Es tat mir sehr gut, mit ihr zu reden. Nach diesem Tag also fingen wir an, täglich miteinander zu schreiben. Und wir trafen uns ein paar Mal, sodass ich Gefühle für sie entwickelte, die ich ihr dann letztendlich gestand. Und von da an waren wir auf einmal zusammen. An einem Abend hatte ich Dana zu mir nach Hause eingeladen. Dana war sehr höflich und zuvorkommend. Meine Oma schaute Dana genau dabei zu, wie sie langsam aß und sie lächelte zufrieden. Alles lief perfekt, bis meine Oma anfing, Fragen zu stellen. Meine Oma wollte wissen, welche Kirche Dana regelmäßig besuchte. Dana antwortete, dass sie nie in die Kirche ging und aus keiner religiösen Familie stammte. Meine Oma setzte sich kerzengerade hin und schaute sie enttäuscht an. Ich musste dazwischen funken und etwas sagen. Also, Dana und ich wollten euch heute etwas sagen. Wir wollen, dass ihr wisst, dass wir seit einem halben Jahr zusammen sind. Auf einmal waren alle still. Meine Oma sah mich entgeistert an. Ihr Gesichtsausdruck sprach Bände. Sie schrie förmlich. Auf einmal sprang sie aus ihrem Stuhl und sie war so aufgebracht, dass sie den Stuhl zum Umfallen brachte. Meine Mutter sagte wieder einmal kein einziges Wort. Sie ging meiner Oma einfach nach. Vor ein paar Jahren hatte ich mit meiner Mutter schon einmal über meine Sexualität gesprochen. An diesem Tag hatte meine Mutter mir eins gesagt. Wenn du erwachsen bist, kannst du tun und lassen, was du willst. Aber bis dahin solltest du niemandem davon erzählen, schon gar nicht deiner Großmutter. Dana entschied, dass sie besser gehen sollte, weil ihre Anwesenheit nicht wirklich förderlich für die Situation war. Ich brachte sie zur Tür und kam dann zurück. Meine Mutter und Oma waren durch das ganze Haus zu hören. Aber dann gab es einen Moment, nachdem plötzlich Ruhe einkehrte. In diesem Moment hörte ich etwas, das meinen ganzen Körper lähmte. Was ich damals hörte, stellte mein Leben komplett auf den Kopf. Meine Oma hörte abrupt auf zu schreien und trat an meine Mutter heran. Sie wusste nicht, dass ich hinter der Tür stand und alles mit anhören konnte. Sie sagte, »Deine Tochter ist verhext.
Sie verdient es nicht, Teil dieser Familie zu sein. Es ist besser, du schmeißt sie hier raus. Meine Mutter antwortete mit gedrückter Stimme. Okay, das tue ich. Bin ich etwa verflucht, nur weil ich mein eigenes Leben leben will? Ich sah nicht einmal aus wie verhext, so wie man es in der Kirche immer beschrieben hatte. Wo sollte ich denn jetzt hin? Meine Mutter hatte einfach Todesangst vor meiner Oma. Und mein Vater war auch nicht für mich da. Er war auf einem Business-Trip. Ich rief Dana an. Ich erzählte ihr, was passiert war, nachdem sie mein Haus verlassen hatte. Sie versuchte mich zu beruhigen und sagte mir, ich solle meine Sachen so gut es ging zusammenpacken und dann erstmal zu ihr ziehen. Und genau das tat ich dann. Ich wartete ab, bis meine Mama und Oma auf ihren Zimmern waren und dann schlich ich mich aus dem Haus. Ich ging zu Dana. Sie hatte ihren Eltern bereits erzählt, was passiert war. Ihre Eltern waren super verständnisvoll und lieb. Ich fühlte mich gar nicht wie eine Fremde bei ihnen, ganz im Gegensatz zu meinem eigentlichen Zuhause. Dass ich die Nacht bei Dana verbrachte, war niemandem aufgefallen. Aber es konnte ja nicht lange gut gehen. Am Morgen fiel meiner Oma auf, dass ich nicht da war und sie wusste sofort, wo ich war. Aber was sie danach tat, war einfach nur respektlos. Sie rief die Polizei an und meldete, dass Danas Familie mich versteckte. Ich konnte es nicht fassen. Die Polizei kam also zu Danas Haus und ging den Anschuldigungen nach. Glücklicherweise fanden sie mich nicht. Und als sie nach mir fragten, klärte Danas Mutter die Situation ruhig und detailliert auf. Sie erzählte, dass ich Angst hatte und verunsichert war. Deswegen war ich über Nacht bei einer Freundin geblieben. Das war alles. Sie sagte, ich wurde nicht entführt oder was auch immer meine Oma behauptet hatte. Zu dem Zeitpunkt war ich in der Schule. Also gingen die Polizisten wieder zu mir nach Hause. Ich verstand nicht, warum meine Oma mich erst aus dem Haus schmeißen und am nächsten Tag fast gewaltsam wieder herzwingen wollte. Als ich zurückkam, war auch mein Vater wieder da. Er wusste bereits von den Vorfällen. Er war natürlich überhaupt nicht begeistert von den Aktionen meiner Oma. Er verstand nicht, warum ich weggelaufen war. Dann schrie ich sie alle an. Ich bin weggelaufen, weil mich doch eh niemand hier haben will. Ihr versucht nur, mich zu ändern. Nichts ist genug für euch. Mein Aussehen, was ich mache, nicht mal meine Freundin. Ich bin gegangen, bevor ihr mich rausschmeißen konntet. Ja, ich hab dich gehört und deinen Plan, wie du mich loswerden wolltest. Weil ich angeblich verflucht bin, wolltest du mich aus meinem eigenen Haus werfen. Ich konnte nicht mehr und brach in Tränen aus. Dann sagte mein Vater, dass er gerne mit mir alleine sein wollte und bat meine Mutter und Oma, den Raum zu verlassen. Er erzählte, dass meine Oma in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen war und streng nach dem christlichen Glauben erzogen wurde. Und bis zum heutigen Tag war sie immer noch im christlichen Chor engagiert. Ihre Familie hatte sie zu all dem gezwungen, weil meine Oma, genau wie ich, verflucht gewesen war. Der Fluch, den ich von ihr geerbt hatte, war meine Homosexualität. Als ihre Eltern irgendwann die Wahrheit über ihre sexuelle Orientierung herausgefunden hatten, hatten sie es nie akzeptieren können. Sie waren gemein und abscheulich zu ihr und sagten ihr Tag ein Tag aus, dass ihre Gefühle einfach nicht normal waren für jemanden, der an Gott glaubte. Sie sagten ihr, dass diese Gefühle, die sie hatte, nichts anderes als das Werk des Teufels waren. Mein Vater erklärte mir weiter, dass sie nur so durchgedreht war und mich aus dem Haus geworfen hatte, weil sie überreagiert hatte. Und eigentlich hatte sie das gar nicht so gemeint. Jetzt macht es natürlich Sinn, warum meine Oma mich immer ändern wollte. Aber das ist kein Grund für mich, vorzugeben, dass ich nicht ich selbst bin. Meine Beziehung zu meiner Oma ist heute immer noch angespannt. Aber ich habe entschieden, dass ich an meinem 18. Geburtstag mit Dana zusammenziehen werde. Bis dahin muss ich es mit meiner Oma aushalten und versuchen, mit ihr klarzukommen. Was hältst du von meiner Geschichte? Lass uns deine Meinung in den Kommentaren wissen. Und vergiss nicht, das Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren.